So, wir kommen zur nächsten Bauaktion. Jetzt zeige ich euch einmal, wie wir unsere Böden bauen mit Varroa-Gitter und der Möglichkeit, da einen Einschub reinzustecken. Dazu brauchen wir Fliegengitter. Ich habe jetzt hier so ein Edelstahl- oder Alu-Fliegengitter. 4 Dachlatten 50 cm, 3 Dachlatten 40,5 cm, ein Stück hier von 8, eins von 4 cm. Zwei Stück von 40,5, wobei diese einmal der Länge nach gespalten worden ist und ich habe die Fluglöcher schon ausgesägt. Also einmal auf dieser Seite ein langes und dann einmal gekippt und auf der Seite ein kurzes. So, dazu kommt ein Anflugbrett von 35,6 cm. Dann haben wir hier einmal Tackernadeln 10 mm. Für den Elektro-Tacker einmal Tackernadeln 32 mm für den Druckluft-Tacker, zwei Gardinenhäkchen, ein Cuttermesser, dann wie gesagt Elektro-Tacker, Druckluft-Tacker und dann kann es eigentlich schon losgehen. Wir machen einen Momentchen Platz hier. Wir fangen an mit den 50 cm Latten. Die setzen wir einmal auf Kopf aufeinander, um quasi Winkelleisten rauszubauen. Haben wir uns quasi zwei 50 cm lange Winkel gebaut. Die gehen jetzt mit den Innenschenkeln zueinander. Jetzt kommen die drei Leisten dazu, die wir haben mit 44. Da habe ich die falsche Zahl aufgeschrieben, richtig gesichert habe ich die. Also nochmal, diese drei sind 44 cm. So, und dann geht's los. Ich habe für diese Geschichte den Tisch soweit vorbereitet. Wenn ich viele Böden mache, kann ich einen Teil der Platte rausnehmen und habe automatisch hier an der Kante immer einen rechten Winkel. Heute für den einen zum Zeigen, muss es einmal so gehen. Ganz auf Vollgas. So. Hier ist schon schön, wenn die Tackernadeln, gerade die unteren, wenn die richtig drin sind, wenn die irgendwo vorstehen und ihr ladet die Völker auf einen Anhänger mit einem Holzboden und verschiebt die, da verkratzt man schnell den Anhänger mit. So müssen wir hier mal einmal ein bisschen zärtlich nacharbeiten. So, das Ganze nach Möglichkeit sofort einigermaßen im rechten Winkel zusammenbauen. Das kommt gleich von selber nochmal besser, aber dann brauchen wir den Tackernadel nicht so viel rumbiegen. So. Zack, schwupp. Das ist jetzt die untere Seite. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite auch. Schon die Form von unserem Boden in etwa fertig. In etwa der Mitte mache ich persönlich da noch einen Quersteg rein. So, kommen wir der Sache schon näher. Jetzt haben wir schon fast den Boden fertig. Hier sollte jetzt, mein Gott, passt sogar, hier sollte jetzt Anflugbrett reinpassen. Anflugbrett mit vorne.
durchgetackert. Wichtig ist aber deswegen, dass ihr die Tackernadeln so wählt, dass die nicht durchgehen. Ne? Sonst hat man die hier später auf der Tischplatte. Sehr empfindlich, dass das irgendwie ausreifelt. Also muss man da am Anfang ein bisschen sachte mit umgehen. So, jetzt zum Tacker, hier den Elektro-Tacker. Ich habe da bewusst den billigsten gekauft, den ich finden konnte, weil der gar nicht viel Leistung haben darf, sonst schießt er euch das Netz kaputt. Und so, das geht also gerade eben rein, fertig, Ende, mehr nicht. Funktioniert sehr gut auch mit dem Handtacker. Ich habe die ersten Böden auch alle mit dem Handtacker gebaut. Nur irgendwann, wenn man die Hände voll Blasen hat, muss man dann doch mal auf elektrisch umschwingen. Wichtig ist, wie gesagt, dicht tackern, viele Nadeln rein, um die ganzen Zugkräfte gut zu vermitteln. Abgesehen davon sieht das natürlich keiner, wenn die da unten da mehr drin sind. So, können wir mal eben. Gleiche Prinzip wie im anderen Video bei der Folie. Tackernadel nicht auf Anhieb zu feste reinschießen, sondern wirklich nochmal mit dem Hammer ein bisschen nachdrücken. Dann bleibt das Gitter bzw. die Folie doch deutlich besser in Form. So. Hier schön dicht tackern, damit keine Kante entsteht und die Bienen stolpern. Wer will das? Bienen mit gebrochenen Beinen sehen komisch aus. Ich setze sie versetzt hin. So. Das. Diese Dinger, die klopfen wir gleich nochmal nach. Jetzt gehen wir erstmal hier hin. Schön fühlen, ob der Gitter auch schön stramm ist. Dann reicht das so. Auch hier wieder jede Menge Tacker. Eines der wenigen Dinge, wo viel wirklich viel hilft. So, Tacker noch zu Ende. Zum Ende kommt jetzt die Leiste mit 40,5 rein. Druckluft-Tacker, lange Nadeln. Wird hier quasi reingeschossen. So. Mit der Seite dasselbe. So. Damit haben wir auf der Seite jetzt eine schöne Kante. Fliegengitter sauber antackern können. So. Das ist hier überall. Dicht an dicht zwischensetzen.
auch hier einfach abschneide. So. Das ist ja Schlimme schon mal vorbei. Jetzt müssen wir hier so ein bisschen was runterlegen. Mit der Brett zu machen. Die Nadeln alle drin. Da auch. Das hat funktioniert. So. Damit wäre der Boden eigentlich schon funktionsfähig. Ich persönlich möchte den aber gerne so haben, dass wir damit dann auch wandern können. Das heißt, leicht verschließbar. Dazu brauchen wir jetzt erste Zwischenleiste. Ich habe hier noch so einen Musterboden, den ich mir auch komplett beschriftet habe. Da müssen wir eben gucken, dass die alle gleich sitzen. So. Da kommt die hin. Ne? So. So. Ich muss mich ja mal selber loben, schön genau gearbeitet. Das hält sogar von alleine schon, wird schön fast genau eingeklemmt. Jetzt schießen wir das fest. Ups. Gleich dann auf der anderen Seite auch. So. Damit wäre der Boden so quasi gut nutzbar und eigentlich auch stabil. Dazu habe ich jetzt hier noch diesen Fluglochkeil gebaut. Der passt auch da unten rein. So. Ein bisschen lang ist er vielleicht, aber das können wir noch. So, jetzt brauchen wir dazu diese beiden kleinen Klötzchen, die wir noch hatten. Die werden hier auf dieser Seite passend eingetackert. Die müssen wirklich nicht viel haben. Und auf der Seite gleiches Spiel. Na. So, die brauchen da was drücken. Damit kann ich diesen Fluglochkeil von vorne davor schieben und der fällt schon nicht mehr weg. So, jetzt haben wir zwei von diesen Gardinenhäkchen. Nehmen wir das mal eben wieder raus. Die werden schön knapp eingeschraubt. Geht von Hand, kann man auch mit dem Akkuschrauber reindrehen. Spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass da drin sein. Bestes noch vorbohren, dann platzt das Holz auch nicht. Die müssen auch nicht ganz weit rein, sondern nur so, dass die quasi das Holz später in ihrer Position behalten. So. Erwischt, ist halt natürlich für die Finger nicht besonders angenehm. So. So, und damit kann ich jetzt mit einem Fluglochkeil drei verschiedene Sachen machen. Ich kann den Punkt 1 komplett verschließen, da liegt jetzt das Holz hinter, die können da nicht rein und raus. Ich kann da Dinge umdrehen. So. Dann haben wir auf der Seite ein kleines Loch. Und wenn ich den Keil in sich drehe, haben sie ein großes Flugloch da. Das war es eigentlich schon. Also verschließen den komplett ganz. Die Häkchen halten das nachher, dass das hier nicht rausfallen kann. Können wir noch ein bisschen weiter reindrehen. Oder vielleicht dann doch mit einer Zange. Das heißt, wir brauchen später am Strand, wir brauchen kein Werkzeug, kein gar nichts. Wenn das ein paar Mal gelaufen hat, können wir
ruckzuck zustopfen. Das Holz wird eigentlich auch nicht irgendwie ausgefressen von den Bienen, weil die sich ein größeres Flugloch machen, sondern das bleibt tatsächlich so. So, das war's. Damit ist der Boden fertig. Der braucht jetzt noch ein bisschen Farbe. Ich streiche den nur von außen. Alles, was innen ist, bleibt blankes Holz, damit die Bienen möglichst wenig mit der Farbe in Kontakt kommen. Damit war es das. Kostenpunkt zu so einem ganzen Boden. Sag, wenn ich ihn kaufen würde, liegt er 20 Euro plus. Wenn ich ihn selber mache, reine Materialkosten 3 Euro wahrscheinlich. Das war's. Schönen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.